die Würfel um die Nachfolge von Fernando Alonso bei Toyota in der Langstreckenweltmeisterschaft WEC sind gefallen. LMP1-Teamchef Rob Leupen erklärt, warum die Wahl auf den Neuseeländer fiel. Wir wussten bereits um die Situation mit Fernando, sagt Leupen. Wir mussten nach jemanden suchen, der diese Lücke schließen kann. Wir kennen Brendan und sind gegen ihn bereits angetreten. Wir haben gesehen, dass er sich im Porsche-Team gut entwickelt hat. Er ist ein sehr offener Fahrer und ein echter Teamplayer. Er wird gut zu uns passen. Laut Leupen hat Hartley bei Porsche bewiesen, schnell und stark zu sein. Auch seine Formel-1-Erfahrung sei vom großen Vorteil. Toyota hofft, auf die Erfahrung des Neuseeländer zurückgreifen zu können. Deshalb hätten sich die Japaner auch nicht für einen Rookie wie Stoffel van Dorn entschieden. Nichts gegen Stoffel, aber wir haben uns für die Erfahrung entschieden, sagt Leupen. Wir mussten schauen, wer überhaupt verfügbar ist. Anfangs hätten die Japanern versucht, Alonso zu behalten. Der habe aber andere Pläne, die nicht mit der WEC zu vereinbaren seien. Punkt. Trotz des Abschieds sieht Leupen keine Verlierer, sondern nur Gewinner. Urheberrecht Motorsport-Total.com Let's Block Ads.